Gut, machen wir weiter. Als erstes ein kleines Ratespiel. Das ist auf der ersten Seite von einem Artikel aus IEEE Computer, und zwar ein Survey-Artikel, der die Forschungen der zu dem Zeitpunkt letzten 10 oder so Jahre zusammenfasst. Und jetzt würde ich gerne wissen, was glauben Sie, von wann ist dieser Artikel? Virtual Machines have finally arrived und so weiter. 1970. Ja, ist schon mal ganz gut. Wer hat 70? Ja. Was sagen die anderen? 82. 66. Ja, 10 Jahre Forschung. Vorsicht. 66 ist zu früh. IBM hat ja, aber das ist ein Journal-Artikel, der nicht nur IBM beschreibt. Ja. Aber Sie haben recht, also die ersten Virtualisierungssachen waren schon in den 60er Jahren. Also der Artikel ist von 1974. Ja. Also für den, der 70 gesagt hat, schon ganz gut, weil da zu dem Zeitpunkt natürlich schon einiges passiert war. Also die Forschungen haben in den 60er Jahren angefangen. Ich glaube, IBM sogar Ende der 50er. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, die nicht neu ist, die für heutige Cloud-Sachen teilweise sogar relevant ist. Also dieser Artikel von 1974 ist heute immer noch relevant, weil er im Prinzip beschreibt, was ist Virtualisierung, wie genau macht man das und die verschiedenen Dinge mal klassifiziert, die es da gibt. Und da werde ich jetzt auch einiges draus als Grundlagen geben, weil ich das für sinnvoll halte, dass man so ein bisschen die Systematik kennt. Bitte. Gibt es eigentlich schon Konzepte, Ideen über die Virtualisierung hinaus, was das auflösen könnte? Also die Frage war, ob es Konzepte, Ideen über die Virtualisierung hinaus gibt, Ablösung davon. Naja, Virtualisierung ist ein sehr breites Feld. Das heißt, wir bezeichnen mit Virtualisierung heute teilweise andere Dinge als noch gestern. Das heißt, es ist eine Sache, die sich nach wie vor weiterentwickelt. Wir haben jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren Container-Virtualisierung, was auch wieder Virtualisierung heißt, ist aber eigentlich was Neues, wo man halt sagt, wir nehmen als Schnittstelle für die Anwendung eigentlich die Kernel-Schnittstelle und tun das Ding als ein ganzes Virtualisieren in den Container. Machen Sie ja auch ja bei meinem Kollegen einiges in die Richtung. Und das gab es vor ein paar Jahren in der Form nicht. Ja? Also einige der Konzepte sind älter, aber dass man das so zusammenbackelt und sagt, ich tue eine Anwendung in einem Container deployen und kann mir damit einiges in der Cloud an Service-Dienstleistungen aufbauen, das ist neu. Und von daher, ja, es gibt laufend Weiterentwicklung, aber der Begriff ändert sich nicht. Ja? Wir bleiben bei dem Begriff Virtualisierung und genau deswegen möchte ich jetzt auch in dieser Vorlesung mal das ein bisschen aufdröseln und sagen, was ist was. Und das versuche ich jetzt mal. Wir haben mal als Überbegriff eigentlich Emulation. Da fallen zum Beispiel virtuelle Maschinen von Programmiersprachen drunter, also so eine Java Virtual Machine oder sowas. Gibt aber Konzepte, die noch viel, viel älter sind. Dann haben wir volle Virtualisierung. Virtualisierung setzt immer voraus, dass die emulierte Maschine, sage ich jetzt mal, und die Maschine, auf der das Ganze läuft, also die Hardware, wobei es ja mehrere Ebenen von Virtualisierung sprechen kann, also die jeweils nächst tiefere Ebene, die nicht notwendigerweise die Hardware ist, die gleichen Instruktionen versteht. Das ist eigentlich Virtualisierung, weil was man dann machen kann, ist das Ganze sehr performant implementieren, weil dann die meisten Instruktionen nativ laufen und damit Hardware beschleunigt laufen und nichts zu emulieren ist. Und da unterscheiden wir verschiedene Typen. Der Typ 1, virtuelle Maschine, läuft direkt auf der Hardware. Das heißt, da ist die Virtualisierungsumgebung das Betriebssystem. Es gibt kein eigenes Betriebssystem. Typ 2 ist die Virtual, also VMM ist immer der Virtual Machine Monitor, der das Ganze implementiert. Der Monitor läuft auf dem Host-Betriebssystem. Das ist eine
Sache, die heute relativ weit verbreitet ist. Und dann gibt es sogenannte hybride virtuelle Maschinen, wo bestimmte Instruktionen interpretiert sind. Und dazu muss man sagen, die ganze PC-Virtualisierung hat eigentlich begonnen als HVM, also als Hybrid Virtual Machine, weil der PC in der Form, der Prozessor, gar nicht klassisch zu virtualisieren ging. Das werden wir dann genauer untersuchen, wann geht überhaupt Hardware-Virtualisierung und wann muss man Teile emulieren, weil es eben Instruktionen gibt, die sich nicht dafür eignen, virtualisiert zu werden, und das schauen wir uns dann an. Deswegen hat sich auf der PC-Ebene die Paravirtualisierung entwickelt. Paravirtualisierung bedeutet, dass das virtualisierte System weiß, dass es virtualisiert ist, und mit dem Virtual Machine Monitor, der dann im Fall der Paravirtualisierung ursprünglich Hypervisor hieß, kooperiert. Das heißt, die virtualisierte Umgebung arbeitet mit dem virtualisierenden Umgebung zusammen. Das ist Paravirtualisierung. Wir haben auch heute, also das bekannteste Beispiel für Paravirtualisierung ist Xen. Wir haben aber auch heute Paravirtualisierung, wenn Sie zum Beispiel bei KVM heute für Netzwerk Virt.io sagen, ist das eine Paravirtualisierung. Da weiß also das Gastbetriebssystem, das virtualisierte System, weiß, dass es virtualisiert ist, und man kann damit zum Beispiel Device-Treiber wesentlich effizienter implementieren. Dann gibt es Virtualisierung durch das Betriebssystem, das nennen wir Container, habe ich vorhin erwähnt. Also Container-Virtualisierung ist gerade groß im Kommen, weil man damit Dinge tun kann. Man kann damit das Deployment von Software sehr stark von dem unterliegenden System entkoppeln. Dann kann man individuelle Komponenten virtualisieren. Die letzte Stunde haben wir genau darüber gesprochen. Man kann zum Beispiel Hauptspeicher virtualisieren, man kann Storage virtualisieren, man kann Networking virtualisieren. Das haben wir jetzt nicht in der letzten Stunde gemacht, aber auch das kommt immer mehr, weil es natürlich Sinn macht, wenn Sie viele virtuelle Maschinen haben, dass die nicht alle an einem realen Netz hängen müssen, sondern auch an einem virtualisierten Netz hängen können. Gute Überblickpaper habe ich hier referenziert. Emulation bedeutet, dass alle Instruktionen in Software emuliert werden. Wenn man nicht spezielle Techniken, die sich so in den letzten Jahren rauskristallisiert haben, war das traditionell sehr langsam, ist es aber heute nicht mehr. Man hat typischerweise keinen speziellen Hardware-Support. Jein, weil man kann zum Beispiel virtuelles Memory, also so MMU-Teile, unter Umständen verwenden in so einem Emulator. Bekannte Beispiele sind der QEMU. Q in QEMU steht für Quick. Das ist also eine Software, die alles in Software emuliert, aber trotzdem nicht langsam ist. Sie können heute zum Beispiel auf einem x86 ein ARM emulieren, zum Beispiel so ein Embedded Board für Entwicklung, und das Ding ist halbwegs performant, man kann damit echt arbeiten. Also man kann zum Beispiel, dann muss man nicht mehr cross-compilen, sondern kann direkt nativ auf der emulierten Hardware compilen, und das hat sehr viele Vorteile, weil halt ganz viele Softwarepakete nicht für cross-compile gestrickt sind, und bevor man da irrsinnig viel Zeit investiert, kann man es dann mit einem Emulator machen. Box ist ein voller x86 Emulator, und der hat das, was man so den Emulatoren nachsagt, er ist sehr, sehr langsam. Dafür kann er wirklich bis in das letzte Hardware-Detail Dinge emulieren und ist damit für andere Zwecke wieder recht spannend. QEMU ist der Quick Emulator, verwendet Binary Translation, um die Emulation, das heißt, er übersetzt eigentlich das Maschinenprogramm des einen Prozessors, des emulierten Prozessors, in das Maschinenprogramm des Target-Prozessors und ist damit halbwegs schnell, weil er nicht jede einzelne Instruktion emulieren muss. Das sind auch Techniken, die zum Beispiel von QEMU, von VMware oder ähnlichen eigentlich virtualisierungsvoller Hardware-Virtualisierung teilweise eingesetzt werden. Wir sehen noch, warum.
Systememulation ist möglich, das heißt, ich kann ein ganzes Board damit emulieren, aber ich kann auch ein Single Binary, ein Foreign Binary einfach laufen lassen auf meinem, was weiß ich, PC und das Binary ist ein ARM Binary. QEMU hat Unterstützung für Snapshots und Live-Migration. Das werden wir auch in der Praxis, also in der Übung machen. Da werden wir eine laufende Maschine mit emuliertem Netzwerk von einer Hardware, von einer emulierenden Hardware auf eine andere emulierende Hardware schieben und zeigen, dass das Netzwerk und alles nach wie vor geht. Also wir pingen das dann und schauen, dass das währenddem das da rüber gemoved wird, immer noch rennt. Also das kann man heute tun. Wichtig dabei ist, das ganze QEMU-Projekt hat eben nicht nur die Emulatoren, sondern wird auch von anderen Projekten weiterverwendet. KVM ist eigentlich nur eine Spielart von QEMU. Das heißt, die Kernel Virtual Machine unter Linux, die eigentlich eine Full-Hardware-Virtualisierung ist, verwendet große Teile vom QEMU weiter, weil halt der QEMU viele Dinge wie Hardware-Emulation und ähnliches schon drin hat, das ich mir dann spare, nochmal neu zu implementieren. Es gibt viele Tools, zum Beispiel auch um verschiedene Harddisk-Images ineinander zu konvertieren. Da gibt es ja tausende verschiedene Formate. Sie können zum Beispiel mit diesen QEMU-Tools eine VMware-Installation auf KVM bringen, indem Sie einfach das VMware-Image auf KVM auf ein QEMU-kompatibles Image konvertieren und dann diese Maschine auf KVM ausführen und nicht mehr vom Betriebssystem, von der Emulationsumgebung, wo es herkommt. QEMU läuft auf vielen Betriebssystemen, also typischerweise unter Linux, Windows und auf dem Mac und ist sehr weit verbreitet und viele der klassischen Virtualisierungsumgebungen, die Sie so kennen, verwenden große Teile von QEMU. QEMU hat einen portablen Binary Translator, der also binär das Maschinenprogramm der Zielarchitektur auf das Maschinenprogramm der Hostarchitektur übersetzt. Unterstützt selbst modifizierenden Code, das heißt auch, selbst wenn dieses Maschinenprogramm zur Laufzeit selber verändert wird, was man normalerweise gar nicht will, aber es gibt halt Programme, die das tun, auch das geht. Bringt seine eigene Floating Point Library mit, kann ganz viele Hardware-Devices emulieren, unterstützt symmetrisches Multiprocessing, auch auf einem Single-CPU-Host, das heißt, wie viele CPUs ich auf dem Zielsystem, auf dem emulierten System emuliere und wie viele CPUs ich lokal habe, auf dem Host-System ist unerheblich. Es hat einen Code-Generator, der nennt sich Tiny Code Generator, TCG. Und diese TCG-Instruktionen werden übersetzt. In diese Instruktionen wird dann die Maschinensprache übersetzt. Und man muss natürlich das Backend für jede Host-CPU dann entsprechend neu übersetzen. Dann gibt es die Programmiersprachen VMs. Also ich bin jetzt sozusagen noch am Überblick und dann tauchen wir ein bisschen tiefer ab. Gehen wir in die Tiefe. Programmiersprachen VMs dienen zwei wichtigen Zielen. Die eine ist Portabilität. Ich will zum Beispiel einen Compiler oder sowas nur einmal schreiben. Und dann das, was dabei rauskommt, also der Zwischencode, den der Compiler sozusagen erzeugt, wird dann interpretiert. Das ist ein Konzept, was wir nicht erst seit Java kennen, sondern das hat schon das UCSD Pascal in den 70er Jahren gemacht, genau dieses System. Damals zusätzlich aus einem anderen Grund. Erstens mal war Portabilität damals natürlich sehr wichtig, weil es so viele Prozessorarchitekturen gab, mehr als heute, dass man nicht wusste, ob man morgen diesen Prozessor noch zur Verfügung hat. Aber auch, weil einfach, wenn man nativen Code erzeugt hätte, der so groß geworden wäre, dass der teilweise nicht draufgepasst hat. Das heißt, da hat man Portabilität auch dafür gebraucht, weil die Maschineninstruktionen oder die Interpreterinstruktionen deutlich kleiner waren als das, was die jeweilige CPU konnte und damit war das auch ein Ziel. Isolation ist der zweite wichtige Punkt, das ist eigentlich ein Security-Feature. Ich möchte, dass meine virtuelle Maschine nicht auf das Host-Environment zugreifen kann, uneingeschränkt.
Das brauche ich zum Beispiel dann, wenn ich Anwendungen im Browser laufen lasse und dieser Anwendung zum Beispiel nicht voll vertraue, dann kann ich eine Sandboxing-Technik haben, wo eben diese Anwendung nicht auf alle Ressourcen auf der Hostmaschine zugreifen darf. Das ist auch ganz wichtig. Das ist auch eine der Dinge, die wir bei Container-Virtualisierung haben. Da haben wir auch diese Isolation. Beispiele eben, wie gesagt, UCSD. Da muss man unterscheiden. Der eigentliche Compiler hieß UCSD Pascal. UCSD ist die University of California, San Diego. Und UCSD P-System ist der dazugehörige Compiler, der dazugehörige Interpreter, der aber nicht notwendigerweise an die Programmiersprache Pascal gebunden war, sondern auch andere Programmiersprachen interpretieren konnte, die halt dahin kompiliert haben. Das wohl bekannteste Beispiel ist Java Virtual Machine. Da kompiliert eben der Java-Compiler direkt in diesen Maschinen, in Anführungszeichen Maschinencode dieser virtuellen Maschine. Und diese Maschine selber wird dann mit einem Just-in-Time-Compiler in die Maschinensprache übersetzt oder sogar nur interpretiert. Am Anfang von Java zum Beispiel gab es diese Just-in-Time-Compiler noch nicht. Ein weiteres Beispiel ist Microsoft.NET, Common Language Infrastructure für mehrere Programmiersprachen, derselbe Zwischencode, der auch interpretiert ist. Und dann gibt es Python, das erzeugt auch seinen eigenen Bytecode, der dann interpretiert wird aus der eigentlichen Programmiersprache. Parrot ist das Runtime-System, was von der Perl-Seite her kommt. Parrot war ursprünglich ein sehr netter April-Scherz, wo sich der Entwickler von Perl, der Larry Wall, der Entwickler von Python und ein Verlag zusammengetan haben und gesagt haben, Python und Perl werden jetzt zusammengelegt. Es gibt die neue Programmiersprache, heißt Parrot, und es gibt schon angekündigtes Buch von dem Buchpublisher dazu. Und da sind ziemlich viele Leute damals drauf reingefallen, weil Python und Perl sind, wer die beiden Sprachen kennt, für den Nutzer nicht sehr kompatibel, weil halt das eine sehr schwer zu lesen ist. Und das, also war ein guter April-Scherz, aber Parrot ist heute ebenso eine virtuelle Maschinenumgebung, virtuelle Sprachenumgebung. Volle Virtualisierung heißt, dass das meiste auch direkt auf der Hardware ausgeführt wird, ohne zusätzlich von Software interpretiert zu werden. Das ist das Zitat aus diesem vorhin erwähnten Artikel von 74, der diese ganzen Dinge zusammenfasst und insbesondere eine ganz genaue Terminologie hat, was die verschiedenen virtuellen Maschinen sind. Deswegen ist der Artikel heute wegen dieser Einteilung immer noch relevant. Software, die diese Maschinenumgebung zur Verfügung stellt, heißt Virtual Machine Monitor. Dazu sei gesagt, aus der Paravirtualisierung nennen wir das Ding heute Hypervisor. Und ursprünglich war Virtual Machine Monitor volle Virtualisierung und Hypervisor für Paravirtualisierung. Heute sind die beiden Begriffe eigentlich äquivalent verwendet. Das heißt, wenn Sie heute eine virtuelle Maschine haben, sprechen wir wahlweise von Hypervisor oder Virtual Machine Monitor, das bezeichnet dasselbe Ding. Warum? Weil auch die Techniken heute zusammenwachsen. Wir haben heute in der Virtualisierung Paravirtualisierungskomponenten, einfach aus Performancegründen, und reine Hardware-Virtualisierung, und deswegen sind die beiden Dinge heute immer mehr äquivalent. Wir haben den Typ 1, das haben wir vorhin schon erwähnt, da rennt der VMM direkt auf der Hardware. Das heißt, die VMM ist das Betriebssystem, und Typ 2 gibt es ein eigenes Betriebssystem dazwischen, und die hybride virtuelle Maschine, Hybrid Virtual Machine, werden einige Instruktionen interpretiert, und wir schauen uns gleich an, warum. Die VMM stellt die Umgebung zur Verfügung, die im Prinzip identisch ist mit der Umgebung, die das ausgeführte Programm oder Betriebssystem erwartet. Und die Programme erkennt den Unterschied nicht, das Programm selber erkennt den Unterschied nicht, und der Benutzer erkennt maximal einen Unterschied in der Performance.
Aber sonst sollte sich das Ding gleich verhalten. Die VMM ist dafür verantwortlich, die Systemressourcen zu verwalten. Das heißt, eine virtuelle Maschine kann nicht auf Ressourcen zur Verfügung zugreifen, die nicht explizit von der VMM, der VM zur Verfügung gestellt wurden. Und die VMM kann notfalls Ressourcen einer VM auch wieder wegnehmen. Das ist ganz gut zusammengefasst in diesem Survey-Artikel. Beispiele. Typ 1, IBM S390. S390 ist heute noch relevant, aber IBM macht es ja schon seit Jahrzehnten, haben wir vorhin schon gesagt. Die haben damit eigentlich mit der Virtualisierung angefangen und die ersten Dinge stammen aus Ende der 50er Jahre. Aktuelles Beispiel von heute, weiters, mit dem Sie vielleicht schon mehr zu tun hatten, ist VMware ESX. Dort ist die Virtualisierungsumgebung das Betriebssystem. ESX braucht nicht nochmal ein anderes Hostbetriebssystem. Typ 2 ist, und mit dem werden wir hier auch arbeiten in der Übung, ist Linux Kernel Virtual Machine, die sogenannte KVM. Weitere Beispiele sind VMware GSX, VMware Workstation und Player. Das sind alles Tools, die innerhalb eines existierenden Betriebssystems eine Virtualisierungsumgebung zur Verfügung stellen. Und Xen in seiner letzten Ausbaustufe unterstützt auch volle Hardware-Virtualisierung und ist daher auch als Typ 2 zu nennen. HVMs sind typischerweise VMware, bevor es vollen Virtualization-Support in den Hardware-Architekturen gab. Oder auch Xen, wobei Xen eher Hardware-Paravirtualisierung ist, also noch weniger sozusagen als HVM. Und das liegt daran, dass der x86-Prozessor bis zu einer bestimmten Stufe keine Virtualisierung unterstützt hat, keine volle Hardware-Unterstützung. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen formaler an. Und zwar müssen wir dazu erstmal eine Definition machen. Eine sensitive Instruktion ist eine Instruktion, deren Effekt davon abhängt, wo im realen Hauptspeicher sie ausgeführt wird und in welchem Prozessor-Mode. Prozessor-Mode ist das, ist Supervisor versus User-Modus. Der x86-Architektur hat sogar mehrere Ringe, also mit verschiedenen Levels von User- und Supervisor-Modes. Und wenn eine Prozessorinstruktion der Effekt, den sie hat, davon abhängt, in welchem Modus sie ausgeführt wird, dann ist sie per se mal schwierig zu, dann ist sie mal sensitiv. Ja? Und privilegierte Instruktionen erzeugen einen Trap, wenn sie im User-Mode ausgeführt werden. Und was man jetzt will, um volle Virtualisierung zu machen, das System unterstützt Virtualisierung, wenn die sensitiven Instruktionen eine Untermenge der privilegierten Instruktionen sind. Das heißt, wenn jede sensitive Instruktion, wenn sie im User-Mode ausgeführt wird, einen Trap erzeugt. Weil dann kann ich immer einfach den Prozessor laufen lassen und wenn eine sensitive Instruktion kommt, also eine privilegierte, dann erzeuge ich einen Trap, kann diese Instruktion emulieren und dann laufe ich wieder weiter. Dann habe ich volle Hardware-Virtualisierung bis auf diese sensitiven Instruktionen. Das heißt, was wir nicht wollen, ist, dass es Instruktionen gibt, die keinen Trap auslösen, aber im User-Mode und im Supervisor-Mode unterschiedliche Dinge tun. Und genau das ist das Problem mit den ersten Pentium-Architekturen. Die hatten einige solche Instruktionen, die genau diese Eigenschaft hatten, die also sensitiv waren, aber nicht privilegiert. Und damit war x86 im klassischen Sinne nicht virtualisierbar. Und das heißt, die ersten virtuellen Maschinenarchitekturen waren eigentlich HVMs mit sehr guten Optimierungen. Da gibt es ein sehr nettes Paper dazu, das ich hier zitiere, von VMware-Mitarbeitern, die das mal beschrieben haben, was sie da genau tun. Lohnt sich zu lesen, was die eben tun, ist Ähnliches, was auch der QEMU macht, nämlich Teile einfach wirklich interpretieren und zur Laufzeit in eine Zwischendarstellung Maschinensprache übersetzen.
Optimierungen sind hier möglich. Das haben wir bei QEMU gesehen. Das ist eben auch bei solchen Emulationen möglich. Und was man dort tun muss, ist halt dynamisch diese Instruktionen analysieren. Das heißt, ich muss schauen, gibt es Branch-Instruktionen, die irgendwo hinspringen, und man kann dort eben die Maschinensprache der emulierten Architektur in die Maschinensprache oder eine Zwischendarstellung der emulierenden Architektur übersetzen. Und genau das tut QEMU und das tut zum Beispiel auch VMware, und zwar auch seit die Prozessoren mehr Virtualisierungsunterstützung haben, wird das trotzdem immer noch getan, weil zum Beispiel ein solcher Trap, der dann ausgelöst wird, teuer ist, weil der unter Umständen Cache löscht und ähnliche Dinge, sodass, wenn so ein Trap ausgelöst wird, extrem viel Zeit verloren geht. Und was diese Binary Translation tun kann, die kann schon mal vorausschauen und sagen, kann ich den Effekt von dieser privilegierten Instruktion irgendwie anders emulieren, ohne einen Trap auszulösen, und dann geht das Ganze deutlich schneller, ohne dass ich diesen Trap brauche. Zusätzlich kann ich Paravirtualisierung machen, dass ich nämlich im virtualisierten System weiß, ich bin virtualisiert, und damit kann ich natürlich nochmal viel mehr Performance gewinnen, weil zum Beispiel ein Netzwerktreiber einfach nur einen Puffer zur Verfügung stellen muss, wo ich mein Netzwerkpaket reinschreibe, und den Rest macht dann unten drunter das Betriebssystem und schreibt zum Beispiel per DMA diesen Puffer in die Netzwerkkarte. Und damit habe ich viel weniger Copy-Operationen und bin damit um Größenordnungen schneller, als wenn ich die ganze Netzwerkkarte mit Hardware-Registern und so weiter in der emulierten Umgebung habe und emulieren muss. Es gibt für den x86, wie Sie ja wissen, Hardware-Virtualisierungs-Support seit 2005 von Intel, seit 2006 von AMD. Zuerst eben diesen Trap-and-Emulate-Support, dass also alle Instruktionen, das heißt, man hat den Ring 0, den am meisten privilegierten Ring, und den gibt es dann mehrfach. Das heißt, es gibt den Hardware-Ring 0 und den emulierten Ring 0. Und wenn ich in der emulierten Ring 0-Variante bin, dann lösen alle sensitiven Instruktionen tatsächlich einen Trap aus und sind damit einfacher emulierbar. Und in diesem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, wird dann auch davon gesprochen, dass es eben immer noch sinnvoll ist, Binärübersetzung zu machen, weil es einfach von der Performance her besser ist. Wegen der hohen Trap-Kosten, wie schon erwähnt. Zusätzlich haben diese Hardware-Emulierungen inzwischen auch Unterstützung für Memory-Management und sind damit auch deutlich performanter, weil sie halt nicht so viele Traps auslösen, weil man eben direkt das Memory Management an den emulierenden Ring 0 übergeben kann und nicht das Memory Management zweimal tun muss, von dem der eine nichts vom anderen weiß, und damit hat man auch deutlich mehr Performance. Paravirtualisierung noch ein bisschen mehr im Detail. Was tut man daher? Ist aus der Not geboren, weil eben die x86-Architektur das eigentlich nicht konnte und weil Binary Translation damals halt wirklich schwierig war. Das virtualisierte System weiß davon, dass es virtualisiert ist, und kooperiert mit dem virtualisierenden System, also mit dem Hypervisor. Beispiel Xen. Es gibt einen speziellen Linux-Kernel, der Xen-aware ist, der also weiß, er ist emuliert. Und die beiden kooperieren, und was halt daran sehr, sehr cool ist, ist, dass die Performance um Größenordnungen besser ist. Sie sehen auch, dass heute, wenn Sie auf einer KVM die ganzen Virt.io-Treiber verwenden, Virt.io für Netzwerk, Virt.io für Platte, dann emulieren Sie nicht einen bestimmten Harddisk-Controller, sondern Sie schreiben direkt in den Speicherbereich vom Hostbetriebssystem und wissen, dass das Hostbetriebssystem Ihre Daten von da abholt, oder Sie kriegen vom Hostbetriebssystem die Sachen direkt im Speicher, und das Virt.io ist viel performanter, als wenn Sie halt eine Netzwerkkarte emulieren. Geht aber auch, ja? Also Sie können für Betriebssysteme, die das nicht können, in einer KVM ohne Virt.io arbeiten, und dann wird halt Hardware emuliert.
Damit können Sie zum Beispiel in einer KVM, ohne dass zum Beispiel ein Windows-Betriebssystem das weiß, ein Windows-Betriebssystem unter Linux in einer KVM Hardware virtualisiert laufen lassen. Und wie ich habe es vorhin schon erwähnt, die Begriffe Hypervisor und Virtual Machine Monitor werden heute eigentlich gleichbedeutend verwendet, eben weil ein Hypervisor heute Hardware-Virtualisierung kann, Xen kann heute Hardware-Virtualisierung oder ein Virtual Machine Monitor wie einen KVM heute paravirtualisierte Komponenten hat, weil es einfach besser ist für die Performance. Beispiele für Paravirtualisierung sind Xen, eigentlich KVM heute auch, ich habe vorher Virt.io erwähnt, und User Mode Linux ist so ein Tool, mit dem Sie unter Linux als Host-Anwendung ein weiteres Linux laufen lassen können, was sich gegenüber der Komponenten, die da drin laufen, wie ein Linux-Kernel verhalten. Und da weiß der emulierende Kernel, weiß, dass er emuliert ist und tut zum Beispiel privilegierte Instruktionen treppen oder System Calls treppen. Aber das Programm, was unter diesem Kernel läuft, muss es nicht wissen. Das heißt, dort weiß das virtualisierende System, der Kernel weiß es, dass er als User-Mode-Linux-Kernel läuft, aber das Programm, was unter dem User-Mode-Linux-Kernel läuft, weiß es nicht. Hypervisor implementiert ein Interface, was dann von den virtualisierten Komponenten verwendet werden, und dieses Interface heißt wieder Hypervisor. Das Betriebssystem muss dieses Interface implementieren. Das heißt, das Betriebssystem läuft sozusagen auf einer anderen Hardware als der echten Hardware. Es läuft eben auf einer anderen Schnittstelle, die ein paar Software-Hooks hat für die Virtualisierungsumgebung. Und man kann dieses Interface erweitern und zum Beispiel das ganze Management von so einer virtuellen Maschine darüber tun, was zusätzliche Optimierungen erlaubt. Das ist eben das Beispiel. Virt.io ist so ein Virtual Split Driver. Das heißt, wir haben nur einen Treiber im Gastbetriebssystem, im emulierten Betriebssystem für eine bestimmte Klasse, also zum Beispiel Network Virt.io oder Platte Virt.io. Und der Treiber ist paravirtualisiert. Das Gastbetriebssystem muss die Hardware, die das emulierende Betrieb, also die der VMM zur Verfügung stellt, nicht können. Also es braucht gar keinen Treiber dafür, sondern braucht nur diesen Virt.io-Treiber. Und der Frontend-Treiber im Gast gibt einfach die Daten ans Betriebssystem weiter. Und wir haben schon mehrfach erwähnt, dass das besser für die Performance ist. Da gibt es Untersuchungen auch dazu, schöne Papers dazu, und wird heute eben hauptsächlich auch in der vollen Virtualisierung verwendet. Wenn Sie zum Beispiel die VMware-Tools unter Windows installieren, die machen genau sowas. Ja? Die installieren eigentlich paravirtualisierte Komponenten, die mit dem VMware-Emulationslayer kooperieren und dadurch halt bessere Performance machen, weil sie halt nicht 1:1 eine Netzwerkkarte in der Emulation nachbauen müssen. Xen möchte ich ein bisschen darauf eingehen, wie diese Architektur ursprünglich ausgeschaut hat, und wird ja auch in einigen Produktivumgebungen und in einigen Cloud-Implementierungen nach wie vor verwendet. Das heißt, wenn Sie Cloud Computing machen, kann es gut sein, dass Ihnen auch Xen irgendwann über den Weg läuft, obwohl wir heute eigentlich hauptsächlich echte Hardware-Virtualisierung sehen, aber auch Xen hat inzwischen echte Hardware-Virtualisierung. Xen unterstützt mehrere verschiedene Architekturen, hat begonnen eigentlich mit IA32, unterstützt heute natürlich 64-Bit, unterstützt ARM und hat eine ganze Zeit PowerPC unterstützt, aber PowerPC ist de facto nicht mehr so ein großer Player. Unterstützt wird Hardware-Virtualisierung seit einigen Jahren und wegen Performance, ähnlich wie KVM, paravirtualisierte Treiber, wird ursprünglich von der Cambridge Computer Laboratory entwickelt,
die Entwicklung hat 2003 begonnen, ist von Citrix gekauft worden im Jahr 2007 und ist dann als Open-Source-Komponente zur Linux Foundation gewandert im Jahr 2013. Die Architektur schaut so aus, also der ganz große Kasten außenrum ist ein Xen-Host, also das virtualisierende System, der Hypervisor. In Xen, der Hypervisor ist jetzt hier die kleinere Komponente, also wir können das außenrum mal die VMM nennen. Und in dieser virtuellen Maschine, in dieser Hostmaschine läuft jetzt die sogenannte Domain 0 oder DOM 0, wie sie in Xen genannt wird. Die enthält einen Dämon, der die ganze Xen-Datenverwaltung macht, mit dieser Xen-Datenbank. Das ist das, was hier mal so als Datenbank-Komponente angedeutet ist in der Mitte. Und dieser Xen-Dämon kommuniziert mit dieser Datenbank. Und wir haben ein Frontend-Tool, das ist dieses Xen-Monitoring-Tool, mit dem ich auf diesen Xen-Dämon zugreifen kann und mit dem kommunizieren. Und das Interessante an dieser paravirtualisierten Umgebung ist jetzt, dass alle Gastsysteme, die in Xen Domain U heißen, DOM U, über einen Bus, über den sogenannten Xen Bus, das ist ein Datenbus, also das ist eigentlich eine Software-Schnittstelle, mit dem Virtualisierungslayer kommunizieren können. Und damit kann ich direkt von der Domain 0 Kommandos in der Domain U, die virtualisierungsspezifisch sind, auswählen. Was dann natürlich nicht mehr so einfach geht, wenn das Gastbetriebssystem, wenn wir volle Hardware-Virtualisierung haben und das Gastbetriebssystem von der Virtualisierung nichts weiß. Das heißt, ich kann dort ganz andere Dinge tun, die ich in einer vollen Hardware-Virtualisierung nicht tun kann, die aber möglicherweise auch eine Architekturentscheidung in Xen sind, die ganzen Möglichkeiten etwas zu weit getrieben haben, weil man damit dann Schwierigkeiten hat, diese Schnittstellen in der vollen Hardware-Virtualisierung wieder zur Verfügung zu stellen, weil das Betriebssystem halt dann nicht weiß, dass es virtualisiert ist. Das heißt, wir haben, um es nochmal hier in Text zu sagen, dieses Administrationstool, den Xen Manager, dann der spricht mit dem Xen Daemon und der Xen Daemon verwaltet diese Xen Store Datenbank. Und wir können eben Dinge direkt in der Domain U in dem Gastbetriebssystem ausführen. Ich kann zum Beispiel eine Domain U sauber runterfahren über das Hostbetriebssystem und muss mich nicht auf dem Target-Betriebssystem einloggen und sagen Shutdown, sondern ich kann direkt dem XM sagen, fahr die Domain so und so sauber runter und die macht dann de facto so einen Shutdown. Und das kann man sich sofort vorstellen, das ist dann natürlich bei einer vollen Hardware-Virtualisierung nicht mehr so leicht umzusetzen. Kleiner Ausflug, Xen und Intel-Architektur, weil ja Xen dort herkommt. Die Intel-Architektur hat von der Hardware her mehrere Protection Layers, die Ringe heißen und halt so hier als konzentrische Kreise dargestellt sind. Übliche Betriebssysteme haben davon meistens nur den innersten und den äußersten Layer benutzt, also Linux zum Beispiel, verwendet für den Kernel den Ring 0 und für den User Space den Ring 3. Und Xen hat sich dann hier auf den Ring 1 angesiedelt. Aber ursprünglich war das von Intel so vorgesehen, dass zum Beispiel Device-Treiber in weiter außen liegenden Ringen laufen können, um zum Beispiel nicht alle Kernel-Datenstrukturen modifizieren zu können. Das macht deswegen Sinn, weil erstens mal Device-Treiber sehr fehleranfällig sind und weil Device-Treiber üblicherweise von anderen Herstellern geschrieben werden als der eigentliche Kernel und man damit so eine gewisse Isolation von bösartigem Code vom Kernel machen hätte können. Fakt ist aber, dass kein Betriebssystem das tut. Also Sie können heute einen Treiber für ein Betriebssystem schreiben und Sie können in dem Treiber de facto alles tun. Ja? Xen, also wie erwähnt, verwendet den Ring 1 für Gäste, wenn es nicht volle Hardware-Virtualisierung macht. Und wenn man volle Hardware-Virtualisierung macht, dann gibt es eben den Ring 0 mehrfach,
mit weniger Privilegien und für die volle Virtualisierung verwendet auch Xen einen weniger privilegierten Ring 0 für den Gast. Xen verwendet Teile von QEMO, das habe ich schon erwähnt, und QEMO unterstützt so schöne Sachen wie Live-Migration. Das heißt, ich kann auch unter Xen eine DOM-U auf eine andere DOM-0 moven, was das heißt, wenn man es ein bisschen ausdeutscht, wie die Begriffe heute nicht Xen-artig heißen. Ich kann einen Gast von einem Host auf einen anderen Host schieben. Das heißt, von einer Hardware auf eine andere. Wann macht sowas Sinn? Es macht für Load Balancing Sinn. Ich weiß oft nicht, wie viele Ressourcen eine VM braucht. Und wenn es eine VM plötzlich irrsinnig viel Ressourcen braucht und ich jetzt mehrere Hosts habe, um Dinge auszuführen, dann kann es sein, dass ich auf einem Host plötzlich eine hohe Last habe, weil da drei VMs laufen, die irrsinnig busy sind oder 20, je nachdem wie groß der Host ist. Und dann kann ich einige von diesen mit Hochlast laufenden VMs auf andere Hosts migrieren und damit die Last zum Beispiel ausgleichen. Oder wenn ich Maintenance machen muss und einen Host runterfahren und Betriebssystem-Upgrade machen kann, kann ich alle VMs auf die verbleibenden Hosts schieben und Maintenance machen und dann wieder zurückschieben. Macht sehr viel Sinn, werden wir in der Übung ausprobieren. Ja? Also in der Übung machen wir sowas konkret, dass wir zur Laufzeit so eine Migration von einer VM machen mit KVM und den Bordmitteln, die halt da zur Verfügung stehen. Auch KVM kann das, weil KVM auch große Teile von QEMO verwendet und diese Funktionalität von QEMO auch hat. Usermode Linux, noch ein paar Worte dazu. Der Linux-Kernel wird also portiert auf eine Variante, die selber wieder unter Linux laufen kann als User-Space-Programm, also als Anwendung. Das ursprüngliche Design verwendet einen eigenen Thread, der mit ptrace schaut, ob das Ding irgendwelche Kernel-Aufrufe, also System-Calls aufruft und dann dafür sorgt, dass die emuliert werden. ptrace ist eigentlich ein Interface, was für Debugging-Zwecke gedacht war. Das heißt, man hängt sich mit dem Debugger auf einen Prozess drauf und kann halt schauen, was der tut und dann halt eingreifen, wenn der bestimmte Dinge tut, wo man eingreifen will als Debugger. Und diese Schnittstelle ist jetzt nicht so performant, dass man das will. Das neuere Design von UML verwendet einen Separate Kernel Address Space. Das heißt, dass der UML-Prozess in einem eigenen Kernel-Adressbereich arbeitet, braucht einen speziellen Linux-Kernel-Patch, der aber, glaube ich, inzwischen schon in Mainline ist. Und damit kann das Ding quasi nativen Code ausführen, ähnlich wie bei anderen virtualisierten Architekturen. Und nur System-Calls werden entsprechend getrappt und emuliert. Zusammenfassend zu diesen ganzen Begriffen VMM, Hypervisor, Emulator kann man sagen, die Begriffe vermischen sich immer mehr. Wir haben vorhin schon gehört, also Virtual Machine Monitor und Hypervisor sind heute dasselbe Ding. Die verschiedenen Konzepte gehen fließend ineinander über. User Mode Linux ist ähnlicher zu Xen als zu KVM, aber es sind Konzepte sehr fließend. Hauptgrund dafür ist, dass wir sehr viel weiter sind als in den 50er Jahren mit Binary Translation. Das heißt, wir haben heute echt effiziente Verfahren, um binär Maschinencode zu übersetzen in Target-Maschinencode oder in eine Zwischendarstellung, die man effizienter emulieren kann. Das hat dazu geführt, dass heute reine Software-Emulatoren wie QEMO so performant sind, dass sie heute auf einem herkömmlichen Desktop-PC einen ARM-Architektur emulieren können und das Ding läuft immer noch schneller als die Original-Embedded-ARM-Hardware. Ja?
weil die Original-Embedded-Hardware halt vielleicht jetzt ein bisschen schwachbrüstiger ist, weil es ein Embedded-System ist, nicht so hoch getaktet. Und wenn Sie das emulieren auf dem Desktop-PC, rennt das Ding potenziell immer noch schneller, als das, wenn Sie es auf der echten Hardware laufen. Abgesehen davon, dass Sie natürlich auf dem Desktop potenziell viel mehr Speicher haben, potenziell viel mehr emulierte Platte haben, sodass Sie lieber entwickeln in der Emulation und erst ganz spät auf das Target gehen, wenn Sie sowas tun möchten. Also es ist keine Größenordnung mehr zwischen Emulation und echter Hardware. Im Gegenteil. Ja. Wenn man Trap und Emulate vergleicht aus den Originalpapers in den 70er Jahren zwischen heute, muss man sagen, Binärtranslation ist oft schneller, insbesondere wenn ich dadurch einen Trap vermeiden kann, weil ich eben diese ganzen Caching, dass ich den Cache verliere und ähnliches bei einem Trap vermeide und damit potenziell um Größenordnungen schneller bin, wenn ich das emuliere. Also auch, wenn ich auf derselben physikalischen Hardware bin und die gleichen Maschineninstruktionen habe. Und deswegen zusammenfassend, selbst ein QEMU heute ist eine gute Sache, wenn man zum Beispiel Cross-Development macht, weil man dann nativ kompilieren kann und sich nicht diese ganzen Cross-Development-Tools und alle Probleme, die man sich damit zusätzlich reinziehen kann, einhandelt. Gehen wir zum nächsten Punkt, Betriebssystemvirtualisierung. Was wir bei Betriebssystemvirtualisierung machen, und das hören Sie beim Kollegen noch mehr im Detail, ich gebe so ein bisschen die Geschichte wieder, woher kommt das und was kann man heute damit tun, ist die Idee, mehrere isolierte User Spaces zu haben auf ein und demselben Kernel im Betriebssystem. Der große Vorteil davon ist, dass der Kernel macht mir diese Isolation und ich habe weniger Performance-Einbußen, als wenn ich das gesamte System virtualisieren muss. Und es gibt ein stabiles Kernel-Interface für die Anwendung. Das ist bei Container-Virtualisierung besonders interessant. Also Container-Virtualisierung ist eine Form von dieser Betriebssystem-Virtualisierung. Und Container-Virtualisierung gibt mir halt eine sehr schmale Schnittstelle, die sich historisch sehr wenig geändert hat. Wenn Sie einen Linux-Kernel vor 5 Jahren anschauen, was der für System Calls hat, und einen Linux-Kernel von heute anschauen, dann ist es nicht so ein starkes Moving Target, wie wenn Sie anschauen, welche Libraries haben sich seither geändert und wie haben sich APIs von Libraries geändert zwischen in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren. Und wenn Sie jetzt derjenige sind, der eine Anwendung auf irgendeiner Hardware unterstützen muss für irgendeine Cloud-Anwendung, dann möchte man, dass dieses API oder dieses Interface, was ich habe, möglichst kein Moving Target ist. Und da eignet sich eben traditionell besser, eine Linux-Kernel-Schnittstelle drunter zu haben, als das gemeinsame Interface dazu, als eine Schnittstelle, die aus 30 verschiedenen Libraries besteht oder 100 verschiedenen Libraries besteht, die sich alle mit unterschiedlicher Geschwindigkeit weiterentwickeln und ständig inkompatible Versionen erzeugen. Das heißt, was Sie dort eben machen können, Sie installieren Ihre Anwendung mit allen Libraries, die Sie haben, in einen solchen Container und damit sind Sie wesentlich unabhängiger und haben halt bei Upgrades, bei Betriebssystem-Upgrades vom unterliegenden Containersystem wesentlich weniger Bröseln als mit anderen Methoden. Wo kommt das Ding her? Wir hatten 1982 den ersten Change Root System Call in Unix-artigen Betriebssystemen, in dem Fall in BSD, wird zitiert in einem Paper von 2000, was die BSD Jails eingeführt hat. Die BSD Jails waren eine Weiterentwicklung von dieser Change Root Umgebung und haben dazugegeben mehr Isolation. Change Root hat nur dafür gesorgt, dass sie nur einen Teil des Dateisystems sehen in dem unterliegenden Prozess und nicht auf Files außerhalb dieses Subtrees vom Dateisystem zugreifen können, aus dem Container heraus.
Und die Jails haben zum Beispiel dazugegeben, dass sie User übersetzen, also dass User-IDs im Container nicht dieselben User-IDs wie außerhalb sein müssen und einige Dinge in dieser Richtung. Der Vorteil von dieser Container-Virtualisierung allgemein ist, sie hat relativ geringen Overhead, weil das macht das Betriebssystem und ich muss nicht noch Hardware emulieren oder zur Verfügung stellen. Allerdings bin ich beschränkt auf ein Betriebssystem und in den meisten Fällen auch auf eine Betriebssystemversion. Eine Ausnahme davon ist OpenSolaris, also OpenIndiana heißt das Ding jetzt, oder kann auch sein, dass sich der Name schon wieder geändert hat, die sogenannte Branded Zones eingeführt werden haben, wo sie sagen können, ich will jetzt für meine Container-Virtualisierung diese und diese Betriebssystemversion haben. Und dann verhält sich das Ding so, wie wenn das dieses Betriebssystem wäre, mit allen Bugs und sonstigen Compatibility-Funktionen, die dazugehören. Ja? Macht viel Sinn, wenn Sie halt trotzdem Betriebssystemabhängigkeiten drin haben. Allerdings sage ich doch, Container-Virtualisierung soll in erster Linie diese Betriebssystemabhängigkeiten minimieren. Das heißt, Sie sollten versuchen, in der Anwendung davon wegzukommen, dass sie halt von bestimmten Betriebssystemvarianten und Versionen abhängig ist. Das kann man für Compatibility und wenn man in Produktion ist, macht sowas Sinn, das zu können. Aber wenn man auf der Development-Seite ist, will man dafür sorgen, dass man das nicht muss. Historisch Beispiele, Changeroot steht am Anfang von allem, Jahreszahl dazu 1982. BSD Jails, die schon sehr viel von dem können, was wir heute unter Container-Virtualisierung verstehen, sind die BSD Jails. Insbesondere habe ich Root in jeder Jail und eine Root in einer Jail ist nicht Root in der emulierenden Umgebung, also im Betriebssystem. Ein weiteres Beispiel ist eben früher Solaris, heute OpenIndiana. Linux V-Server ist eine der ersten diesbezüglichen und OpenVZ sind zwei der frühen Container-Virtualisierungen. LXC hat sich daraus entwickelt, also die Linux-Container. Docker hat sich daraus entwickelt. Schließlich und endlich Wine gehört dazu. Wine ist ein System, mit dem Sie ein Linux-Binary nehmen können und das einfach unter Linux ausführen. Und auch ganz wichtig, das möchte ich an der Stelle erwähnen, leider unterstützen nicht alle diese Lösungen eine gute Isolation. Das heißt, Sie können aus so einem Container potenziell ausbrechen. Und halt, wenn Sie Root im Container sind, potenziell Root auf der Host-Kiste sein. Und das ist was man bei Container-Virtualisierung halt genau nicht will. Ja? Leider hat Docker diesbezüglich zum Beispiel Probleme. Es wird besser, aber Docker ist halt aus meiner Sicht ein bisschen zu früh gestartet mit dem. Und Virtualisierung von Containern soll eigentlich unbedingt eine gute Isolation mit sich bringen, weil sie halt nicht wollen, dass sie gemischt verschiedene Anwendungen haben und eine von den Anwendungen hat einen Bug und der irgendwas da drin in diesem Container bricht aus dem Container aus. Ja? Das ist das, was man auf gar keinen Fall will bei Container-Virtualisierung. Isolation wird besser, aber wichtig diese Anmerkung, Container-Virtualisierung machen wir in erster Linie, um Deployment-Szenarien machen zu können, wo Sie im Betrieb mit einem sogenannten Canary Teile Ihrer Anwendung upgraden können und dann mal schauen, gibt es da Bröseln und schauen im Live-Betrieb und wenn das funktioniert, eine größere Population auf die neue Ding hochziehen können und weniger aus Security-Gründen, aber Security ist ein ganz wichtiger Punkt hier drin. Wine, was ist Wine? Wine ist dieser Windows-Emulator. Der Code rennt nativ, also nicht emuliert. Das heißt, Wine, die Abkürzung steht eben nicht, genau nicht für Windows Emulator, werden wir gleich sehen. Wir haben einen Exec Loader, der das .exe nimmt von Windows und so modifiziert,
beim Laden, dass es unter Linux als normales, natives Programm läuft. Und es gibt native Libraries, die dann die Windows-Libraries emulieren. Und ein Wine-Server stellt die die Windows-Kernel-Services zur Verfügung. Interessant bei Wine ist, dass es bessere Application-Binary-Interface-Compatibility zur Verfügung stellt als Microsoft selber. Das heißt, wenn Sie irgendein altes 16-Bit-Windows-Programm zum Laufen bringen müssen, aus irgendwelchen ganz wichtigen Gründen, ja, was leider immer wieder auftritt, haben Sie oft mit Wine eine bessere Chance als mit einem modernen Windows. Natürlich hängt da unter Support davon ab, welches Application Binary Interface, das unter Windows ja sehr, sehr breit ist, dieses Programm heute gerade verwendet und was davon Wine sinnvoll zur Verfügung stellt. Ein Beispiel für ganz schlechte Unterstützung ist der Internet Explorer, weil der halt in so viele Bereiche von Windows rein greift, dass er ganz, ganz, ganz schlecht zu emulieren ist, ja? Weil Sie da ein riesig breites Interface von dem Windows zur Verfügung stellen müssen und damit funktioniert es halt nicht mehr so, wie es soll. Ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal erwähne. Ah ja, in der Überschrift steht es. Wine ist im Zeitalter der rekursiven Akronyme. Sie kennen GNU und GNU ist ein rekursives Akronym, was sich selber enthält. Also die Abkürzung von GNU enthält GNU wieder. Nämlich GNU ist not Unix und genauso ist Wine ein rekursives Akronym, nämlich Wine is not an emulator. Ja, also um diesen Geek-Faktor da auch etwas sicherzustellen. Komponentenvirtualisierung haben wir heute schon gemacht, nämlich wir haben uns Virtual Memory und Storage Virtualisierung angeschaut. Das heißt, hier sprechen wir davon, dass nur Teile eines vorher physikalisch vorhandenen Dinges irgendwie virtualisiert werden. Bei Virtual Memory und Storage haben wir uns das heute schon angeschaut. Network-Virtualisierung habe ich schon erwähnt, aber brauchen tut man das halt, wenn man mehrere VMs miteinander verbindet und keine Kabel ziehen will, sondern die VMs laufen eh auf demselben Host oder potenziell auf mehreren Hosts. Aber ich will nicht, dass VMs über ein echtes Netzwerk miteinander kommunizieren, sondern ich will halt, dass die VMs, wenn es geht, direkt über Memory kommunizieren, weil es dann performanter ist. Ein anderes Beispiel, was nicht so bekannt ist, ist RT Linux. Da wird der Interrupt-Layer virtualisiert. Das heißt, wir haben eine Komponente, die unter dem Kernel, konzeptionell unter dem Kernel lebt. Die kriegt alle Hardware-Interrupts und liefert an den Kernel eigentlich nur noch die Interrupts nach oben, die für den Kernel interessant sind. Das heißt, es gibt Devices, die werden komplett von dem Layer abgefackelt und von denen kriegt der Kernel gar nichts mit. Wenn der Kernel die Interrupts sperrt, werden sie nicht wirklich gesperrt, sondern der Layer weiß halt, jetzt darf ich dem Kernel keine Interrupts geben und verarbeitet die Interrupts aber trotzdem. Queued zum Beispiel, wenn irgendwie ein Platteninterrupt kommt, wo eine Festplatte sagt, ich muss jetzt datenlos werden, queued diesen Interrupt, bis der Kernel sagt, jetzt kann ich wieder. Und kann damit Echtzeitanforderungen machen, weil es halt sichergestellt ist, dass alle Interrupts sofort durchkommen. Und damit kann ich Echtzeitanwendungen, RT steht für Real-Time, fahren, die sozusagen unter dem Kernel leben und dann von diesen Echtzeitprozessen aus Teile im echten Kernel anstoßen. Dann Virtual Distributed Ethernet ist ein Beispiel für Virtualisierung von Netzwerkkomponenten. Wir werden das in der Übung einsetzen. Virtual Distributed Ethernet gibt es schon recht lang. Das ist eine volle Layer 2 Emulation, wo Sie halt virtuelle Switches, virtuelle Kabel und alles Mögliche haben, was sogar eine eigene Spanning Tree Implementierung mit sich bringt. Sie wissen aus der Netzwerk Geschichte, wenn Sie einen Netzwerk-Switch haben und Sie hängen einen weiteren Switch dran und Sie hängen noch einen Switch dran und dann verbinden Sie unten bei den zwei Switches wieder irgendwas über Kreuz, dann haben Sie keinen Tree mehr, sondern irgendwo eine Loop,
in dem Netzwerk. Ja? Und was dann bei einem dummen Switch passiert ist, dass sobald ein Paket mal in dieser Loop ist, wird es immer im Kreis geschickt. Ja? Und wenn dann noch ein Paket dazu kommt, dann werden diese zwei Pakete immer im Kreis geschickt und nach einer Weile sind die Switches nur noch damit beschäftigt, Pakete im Kreis zu schicken und es geht gar nichts mehr. Um das zu vermeiden und um zusätzliche Querleitungen, die eigentlich einen Ring erzeugen, benutzen zu können im Fall von Ausfällen, gibt es sogenannte Spanning Tree Protokolle, die dann halt virtuell aus diesem Ring wieder einen Tree darüber legen, der einige Verbindungen nicht benutzt und sich rekonfigurieren, wenn zum Beispiel eine benutzte Verbindung ausfällt und dann verwenden sie eine andere Verbindung, sodass das Ganze wieder ein Tree wird. Also so eine Spanning Tree Implementierung gibt es in dem VDE auch. Verwenden kann man das von QEMU aus, von KVM, von User Mode Linux und natürlich vom Kernel selber. Ich kann zum Beispiel ein real existierendes Netzwerkinterface bridgen auf so ein VDE-Interface. Und natürlich routen kann ich sowieso dazwischen. Und so ein VDE kann man auch über mehrere Hosts, also mehrere physikalische Maschinen legen. Das heißt, ich kann ein so ein VDE auf zwei physikalischen Maschinen haben und das werden wir dann auch brauchen, wenn wir eine KVM, die läuft auf einem Rechner, live migrieren wollen auf einen anderen Rechner, weil dann wollen wir, dass die Netzwerk-Connectivity nachher nicht weg ist. Und das erreicht man zum Beispiel mit VDE. Also distributed. Und das Coole ist, Sie können halt verschiedene Emulationslayers damit miteinander verbinden. Das heißt, Sie können eine User-Mode-Linux-Maschine, UML, auf Host A, physikalischem Host A laufen lassen und eine KVM auf dem physikalischen Host B und die können über ein virtuelles Netz miteinander sprechen. Ein anderes Beispiel ist OpenVSwitch. Das kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel mit OpenStack oder sowas gearbeitet haben schon oder vielleicht im nächsten oder übernächsten Semester damit arbeiten werden, ist das gleiche, ähnlich wie VDE, aber wesentlich performanter und wesentlich stabiler, muss man inzwischen auch sagen. Das heißt, wir haben auch hier einen virtuellen Multilayer Network Switch, Multilayer im Sinne von auch Layer 3 Funktionalität, unterstützt ganz viele Management-Protokolle, die man halt so zum Managen von Switches verwendet, von SNMP angefangen, kann sich über mehrere physikalische Server erstrecken, genauso wie bei VDE. Das heißt, Sie können ein virtuelles Netz über mehrere physikalische Maschinen haben. Ist die Linux-Teile davon sind seit dem 3.3er-Kernel in Linux Mainline. Das heißt, Sie brauchen keine Linux-Patches mehr, um das Ding zu deployen. Sie haben Interfaces für verschiedene VM-Architekturen, also auch für KVM, Xen, Hyper-V, VirtualBox, vermutlich inzwischen für Docker auch, wobei bei Docker typischerweise das Betriebssystem das zur Verfügung stellen wird. Und wird zunehmend in Cloud-Computing-Plattformen integriert. Beispiel war vorhin schon erwähnt OpenStack. Das heißt, das bringt echt viel Performance. Gibt es gute Papers, das eine habe ich referenziert da ganz oben, wo die beschreiben, was sie getan haben, um diese Performance da rauszubringen. Ist sehr interessant zu lesen, wenn man sich da ein bisschen mehr für die Details interessiert. So, dann gehen wir noch ein bisschen auf mehr so QEMU-Sachen ein. Was tue ich für System Images? Unter Linux haben Sie ein spezielles Filesystemverhalten, wenn Sie eine Datei aufmachen und dann in der Datei siegen, während Sie schreiben, woanders hin, dann können Sie nachher, wenn Sie das lesen, lesen Sie das als Nullen zurück, aber es steht nicht physikalisch auf der Platte, braucht also keinen Platz. Das sind Dateien mit Löchern drin, Holy Files, ja? Aber mit E, das Holy und nicht heilig.
sehr brauchbar für Disk Images, wird von QEMU RAW Format verwendet. Wenn Sie so ein Image einfach mit Copy kopieren, ist es nachher nicht mehr ein File mit Löchern und braucht viel, viel, viel mehr Platz. Also tun Sie das nicht. Copy hat unter Linux eine spezielle Option, die da auf der Folie steht, mit der das geht. Oder QEMU Image, das Programm, mit dem man Image-Formate ineinander konvertieren kann, tut das auch. Das ist also so mehr Hinweise für die Praxis, dann für unsere Übung. QEMU kann viele verschiedene Image-Formate supporten, was automatisch heißt, weil Xen und KVM QEMU mitverwenden, können Sie auch viele dieser Image-Formate direkt verwenden. Das verbreitetste ist das QCOW2. CoW steht in diesem Fall nicht für das Viech, sondern für Copy on Write. Das verwendet man unter Windows zum Beispiel, eher das RAW-Format wegen dieser Unterstützung für Files mit Löchern unter Linux. QEMU Image kann dazwischen konvertieren, kann Snapshots zum Beispiel machen und andere Formate sind supported für Konvertierung. Beispiele, was das Ding kann, eben RAW und QCOW2 sind die beiden verbreitetsten. QCOW ist das alte Copy-and-Write-Format, was für Compatibility, wenn Sie irgendeine alte VM haben, die damit läuft, noch unterstützt wird, dann kann man konvertieren. Box ist dieser x86-Emulator, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der hat sein eigenes Image-Format, das kann ich auch mit QEMU Image einlesen. Altes Copy-on-Write-Format von User-Mode Linux kann ich damit lesen. VirtualBox, VMware, VirtualPC und so weiter und so fort. Also wenn Sie irgendwo aus einer anderen Emulationsumgebung kommen, können Sie Images typischerweise übernehmen. Teilweise können Sie auch von KVM nach VMware migrieren, wenn Sie das müssen. Dann möchte ich noch Orchestration Systems erwähnen. Wir haben vorher gesagt, eins der wichtigen Dinge, die man mit Containern tun kann, ist, dass man Applikationen ausrollt, die dann besser managebar sind. Und dieses besser managebar ist das, diese Lücke schließen, diese sogenannten Orchestration Systems, die mir ermöglichen, nicht nur eine Handvoll Maschinen von Hand zu warten, sondern einen ganzen Cluster zu managen. Was ich damit tun kann, ist Starten, Stoppen von VMs, Snapshotten von VMs, teilweise auch automatisch geskriptet von vielen VMs, automatisch migrieren, natürlich hot, also während die VM läuft. Teilweise mache ich das auch für Load Balancing schon im Orchestration System automatisch. Das heißt, ich monitore, was auf meinen physikalischen Hosts für eine Last ist und migriere dann dynamisch eine Maschine auf eine weniger ausgelastete physikalische Maschine. Ich kann Network Management machen und Maschinen zum Beispiel dynamisch in andere Netze schieben. Ich kann Containergruppen machen, von denen ich weiß, dass dort dieselbe Anwendung oben läuft. Und ich kann insbesondere Applikationen deployen, was bei Orchestration Systems für zum Beispiel Docker sehr wichtig ist. Beispiele, was ich damit tun kann, ist die libvirt. Die unterstützt so ein API für solche Orchestration-Systeme. Das heißt, das ist das Ding, was vom Orchestration-System benutzt wird. Das Ding kann zum Beispiel einen GUI-basierten, also grafisches User-Interface, Client haben oder auch andere. Es gibt Bindings für diverse Programmiersprachen und das Interessante ist, es gibt Backends für alles Mögliche, also nicht nur für die Open-Source-Betriebssysteme, sondern auch für VMware, ESX und ähnliches. So schaut die Architektur aus. Das heißt, Sie haben die libvirt, die verwaltet unten drunter die blaue Ebene, diverse Hardware mit sogenannten Backends und die obere Ebene sind dann die verschiedenen Clients. Das kann die Wirsch sein, das ist einfach eine Kommandozeilen-Interface und das werden wir auch in der Übung benutzen. Das kann der libvirt-Manager sein, der ein grafisches User-Interface hat, dafür nicht alles kann, was das Command-Line-Tool kann. Das wird auch von OpenStack verwendet. Und Sie können andere Umgebungen wie OWirt oder ähnlichen
haben. Also LibWirt ist was, was uns in der Praxis noch beschäftigen wird. Letzte Folie. Container Orchestration Systems können unter anderem, was man will, ist, dass der Cluster Manager die Hardware vom Betriebssystem entkoppelt. Und sie haben dann eben ein Beispiel ist dieses Kubernetes von Google, was Containergruppen verwaltet, die sogenannten Pods. Und sie können dann mit verschiedenen Design-Pattern bestimmte Probleme lösen über solche Pods, die ich jetzt hier nur namentlich erwähnt habe. Wenn Sie das genauer interessiert, habe ich das Paper verlinkt. Und Sie können insbesondere Dinge tun wie ein Rollout automatisieren und Microservices managen. Google macht das so ganz kurz, die machen einen sogenannten Canary, der kann sagen, ob diese deployte Anwendung noch gescheit läuft. Und dann können Sie mal ein paar wenige ausrollen mit einer neuen Version und dann sagt Ihnen der Kanarienvogel, das kommt daher, wenn man in irgendwas in eine Höhle geht, wo viel CO2 ist, stirbt der Kanarienvogel zuerst und nicht Sie. Das heißt, Sie sehen anhand des Todes von diesem Kanarienvogel, dass irgendwas in der neuen Deployment noch nicht funktioniert, können das wieder backrollen und können dann schlussendlich, wenn die kleine Anwendung läuft, das aufs große deployen und die ganze Anwendung hochziehen. Ja, das mal so als kurzer Abriss, was gibt es an Virtualisierung? Und ich glaube, wir sind auch mit der Zeit durch. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.